Servus und willkommen zurück bei Runde Minecraft in unserer Welt, also Amuya heißt sie. Länger nicht mehr aufgenommen, ich habe nur hin und wieder gespielt. Denn aktuell tätig den Server tatsächlich ab und dort wird ein bisschen mehr ins Ende fokussiert. Aber hier zum Beispiel, HMB habe ich eingefügt, auf Kutatsch. Ich wollte einen Shop und habe noch einen Skin gesucht und ja, der HMB ist mir eingefallen, dass sie so ein Bienencharakter hat und das passt super her. Und das Coole ist, wenn man eine Biene angreift, dann wird sie sauer. Ja, ist vielleicht witzig, aber zugleich auch gefährlich. Denn sie ist stark! Na? Okay, ihr habt aber baut das Schwert, also. Ne! Bienen, sei ruhig. Jedenfalls, ich habe ein oberbaut Schwert. Das hat ein bisschen viel Schaden, 21. Also, wenn man jetzt mit der Spitzhacke. Die haut schon doll zu. Ursprünglich hatte ich auch die Bienen, die attackieren, aber das war zu überpowered. Ja, aber wie lange das dauert, bis man die hier getötet hat, wenn man nicht mehr OP-Schwert nimmt. Wenn man. Oh, ich muss sie nur treffen! Sie ist echt stark, sie ist brutal stark. Das überlebe ich gar nicht. Doch, das überlebe ich. Okay, dann mampft man aber schnell. Ja. Jedenfalls die Festung wird zum Teil umgebaut, zumindest das Dach. Das habe ich zumindest noch vor. Da das Dach der Cobblestone. Cobblestone gegen Holz wahrscheinlich, gegen das ausgetauscht und ein bisschen dekoriert. Aber das machen wir ein anderes Mal. Hier habe ich jetzt natürlich ein bisschen Mo Creatures versucht. Da habe ich meine Drachen. Voll geil. So. Ich habe. Okay. Jetzt sogar eine Rüstung! Okay, es ruckelt gerade ein bisschen. Und da sind die Manticore drin. Hallo! Jedenfalls, sie haben sehr viel mit Custom NPCs gemacht. Und mit Mo Creatures. Hier unten habe ich. Ich weiß nicht, ob der das schon letztes Mal hatte. Lande, lande. Da unten ist halt Lava, muss aufpassen. Jedenfalls. Hier. Ich lande lieber drin, das Vieh rennt mal sonst weg. Oh, welche Taste? Ah, da. Okay. Jedenfalls, hier habe ich ein bisschen fürs Hexenhaus. Da kommt noch später eine Hexe hin mit einer Quest. Und die Schlange ist schon einmal rausgekommen, die habe ich reingetragen müssen. Ich weiß nicht, wo die da rauskommt. Ich hoffe, sie kann da nicht klettern, oder? Vielleicht waren die noch nicht gewachsen? Ich weiß nicht. Nein. Nein. Wesley? Ich nehme immer den Anfangsbuchstaben der Tiere, also Schlange, Snake, und mache nun irgendeinen Namen draus. Ja. Nein, nicht die Du-Schlange! Ich habe andere Spiele so viel gespielt. Ist nicht einsteigen hier. Ah, ich bin immer eh gewohnt. Entschuldigung. Jedenfalls, wir fliegen raus. Ich hab einen neuen. Ja, der Shaderpack. Aber Texturpack ist der gleiche. Ich habe sogar die abgedatete Version gar nicht noch drauf gespielt, glaube ich. Die fliegen wir zurück. Wirklich. Du fettes Vieh. Fettes Vieh, lande. Ja. Der hat da was zu futtern, sogar einen Kuchen. Also, ich hoffe, der wird nicht dick. Jedenfalls da auch mit Schießel, damit es von da unten besser ausschaut. Und ich habe angefangen, alle Kisten zu verwerfen, denn wir haben ja das ME-System. Also, alle Kisten, die hier waren, sind weg und hier ist einfach nur so Rüstungsshow. Hier kommen die zwei OP, die ist eher zum Erkunden. Und der Rest ist hier versperrt. Ja, der Rest ist versperrt, passt. Und ja, der Rest ist noch immer gleich geblieben. Da unten habe ich da. Ja, doch, auf der Karte sieht man es. Was du? Was wissen du von mir? Ja. Da habe ich die Bären und so weiter. Gut, ja, die Bienen, wenn man die attackiert, kommt auch sie. Also. Die Tiere angreifen ist eine schlechte Idee. Und ich habe so Fraktionen schon einmal mit Custom NPCs zusammengelegt.
drinnen in König auch. Die haben aber leider noch keine Quest. Und hier im Spawn ein bisschen, damit man weiß, welche Mods tatsächlich drin sind, wie Entzauberung, natürlich Biomes of Plenty, Deco-Craft und so weiter, alles verschiedene Sachen. Hier weiß ich noch nicht, was genau, aber dass man ungefähr weiß, was hier alles drinnen ist. Hier ist auch ein Fernseher, ein Radio. Und so die Portale ist das Portal jetzt. Und 10 FPS. Oh Gott, was ist denn jetzt los? Ach ja, ich bin ja mitten im Dschungel. Ja, okay. Der Shader bockt den Dschungel nicht so ganz. Aber okay. Der andere Shader war dort besser, aber dafür ist der schöner und funktioniert. Smooth Island. Dort war ich nämlich. Da ist nämlich Scratch Meat baut hier. Und das ist immer noch gleich. Der Bewachter. Hallo. Achso, da ist ja keine Traptor. Okay. Jedenfalls, wir haben zum Spaß ein Bossmonster hier hingetan. Einfach nur so kleines Easter Egg. Normal macht er einen Ton. Er macht keinen Ton. Warum? Normal kommt jetzt eine Battle-Musik. Ah, nein! Der ist gar nicht so schwach. Au! Macht zwar nicht wirklich viel Damage, aber ist sehr nervig. Hier ruckelt irgendwie. Warum habe ich hier 14... Ach ja, wegen seinen Hühnchen. Der hat da drinnen ganz viele Hühnchen. Alter, ja, ruckelt's aber gewaltig. Wir gehen aber ganz normal hinten durch, denn darüber gehe ich. Ich glaube, da geht's um... Alter, was zum Teufel? Der soll wirklich seine Hühnchen... Ich besuche mal seine Hühnchen. Alter, ruckelt's hier. Ich habe nämlich auch eine Hühnchenfarm für ihn gebaut, damit er seine Hühnchen abbauen kann. Die Performance verbessert. Alter! Ja, da wohnt er. Ja, genau hier. Schau mal das an. Hier hat er ein Block gemacht. Hier sind nämlich die Hühnchen. Die machen selber Ticks und zugleich Klient-Ticks. Also Wasser ist nicht mehr der effizienteste. Oben sind auch noch Hühnchen und der will immer zu den Hühnchen. Ja, okay. Und ich habe für ihn und für mich einen Dschungel gebaut. Darüber. Hier durchgraben war schwierig, denn das ist tatsächlich ein wildes Tier. Ja, original Wildfern, oder wie er heißt. Und hier dahinter habe ich gebaut. So, hier ist nämlich die neue Hühnchenfarm. Die macht weniger Ticks als die andere und Collect mit da oben steht sie, Mob Grinding Utilities. Also eine Hühnchenfarm. Man kommt da ganz normal oben rein. Eigentlich wollte ich einen Häcksler reinmachen, aber den habe ich dann bei mir gemacht, denn hier ist schwierig, weil dahinter kein Platz mehr ist. Ansonsten wäre ein Häcksler irgendwie cool. Aber das überlege ich mal noch. Und da geht es darüber und ich kann hinten den Häcksler zeigen. Er wird wahrscheinlich da eine Stiegebreite hinauf machen und hier habe ich... Ich habe nur Hopperdachs, ich habe keine anderen Leitungen. Also ich habe es so lösen müssen. Schaut ein bisschen komplizierter aus, ist aber eigentlich im Prinzip einfach. Da unten ist die Sammelkiste und da geht es da hoch, oben rein. Und von da aus wird das Zeug raussortiert und Eier rüber sortiert. Und das ist an letzter Stelle. Das heißt, wenn das voll ist, dann wirft das sich hier rein. Also erst zum Schluss. Das ist die Grundidee. Die könnt ihr ein bisschen abspecken, aber es funktioniert so. So, hier die Autobahn. Die habe ich natürlich mit Schüssel und Bits machen müssen, damit ich die Farbe zusammenkriege, denn sonst passt ja nicht zusammen. Okay, hier ist der Tunnel und es gibt keine Tintenfische auf der Karte. Ich weiß nicht warum, aber beim Spawn-System ist irgendwas kaputt. Und deshalb habe ich hier mit... Custom NPCs den Fische hingemacht und einen. Normal sollten die seitlich schwimmen. Wenn ich nämlich die angreife, dann kommt die Mutter und attackiert. Die macht aber kaum Damage. Die ist eigentlich nur. Das halt das Vieh irgendwas macht. Ja, ich treffe ihn doch nicht mehr. Komm! Hit! Ja! Nämlich so bekommt man die schwarze Farbe. Wo ist sie denn hin? Ist sie da runter? In der Nacht schwimmen ist vielleicht schlecht. Ah, hier, ja, schwarze Farbe. So kriegt man sie, denn sonst bekommt man keine Tintensäcke mehr. Irgendwie schade, aber man kann es auch anders lösen, also kein Problem. Ich date eh den Server ab, vielleicht
habe ich dort den Bug gefixt. Jedenfalls hier Erdbeerfarm bzw. Erdbeerfeld, denn aktuell ist genau die Zeit, wo zumindest in meiner Gegend Erdbeeren viel verkauft werden. Da ist das Zwischenlager und da kommt man wieder zum Tunnel runter. Hier ist zwar noch nichts drin, wird aber noch dekoriert, aber alles irgendwie so nach Erdbeeren. Und die zwei heißen willkommen. Okay. Und schenken auch Zeug. Das sind Itemgeber. Oh, die hat 3 Setzlinge gegeben. Und die? Oh, auch 3 Setzlinge. Normalerweise sehr oft Erdbeeren oder Himbeeren. Und sie, ja, willkommen im Erdbeerland. Und das ist das Erdbeerland. Die Grundidee war ich mit den Bäumen. Ich wollte von diesen Pflanzen und irgendwas, was dazu passt. Und aktuell ist Erdbeerzeit, also ja. Ich habe bis hier hingebaut, denn hier kommt der Tunnel hoch. Und hier kann Alex Crashmate machen, was er will, denn das ist ja sein Bereich hier. Folgen, danke. Denn hier baut er und da will er auch rüber bauen, also viel Spaß. Das ist der Tunnel, wo wir gerade drin waren. Und die Abzweigung ist rot markiert, also ins Haus. Und das habe ich mit dem Schwamm ein bisschen gearbeitet. Da ist es fein, den Hammer zu haben. Da kann man mehrere Blöcke zugleich machen, also insgesamt 9 Blöcke. Da ist man viel schneller durch beim Bauen. Dann gehen nämlich Tunnel. Ja, kaum ist man der Hiere. Alter. 10 FPS, 5. Okay. Der muss wirklich sein Hühnchen wegmachen. Ich könnte es zwar machen, aber das ist seine Aufgabe. Deshalb habe ich auch hier drüben die Baustelle beendet, denn ich kann so nicht arbeiten. Ich bin dafür irgendwo. Oh, das hier außerhalb. Hier drin ist Bonbon. Wenn man rüber teleportiert und der schaut so geil rein. Und hinten teleportiert man zurück. Ich wollte nämlich für ihn die Wege kürzer machen, damit er nicht so weit rennen muss. Denn das könnte vielleicht nervig sein. Das habe ich ja bei mir auch gemacht. Also, ja. Okay. Der wilde West. Achso, ich könnte mit einem Pferd. Ich könnte von der Erdkernfestung oder vom Süden. Ich schau mal kurz auf die Karte. Im Süden habe ich da, aber da müsste die ganze Runde. Von Erdkernfestung ist auch nicht wirklich kürzer. Von da oben. Habe ich da oben ein Pferd? Nö. Ich glaube, wir müssen zu Fuß laufen. Wilde Westen. Da ist nämlich meine Baustelle. Ja. Ist noch keine Brücke da. Hier kommt aber noch eine Brücke hin und das ist wirklich im Westen und deswegen Wilder Westen. Hier ist tatsächlich Kartenende, ist schwarz markiert. Also da ist Levelbegrenzung, also müsste hier irgendwo die Levelgrenze sein. Die habe ich unsichtbar gemacht, damit man sie nicht sieht. Denn wenn man die Welt erkunden will, es gibt noch eine zweite Karte hier drin. Also da kann man genug erkunden, auch wenn die Karte gelöscht wird. Denn die täte ich auch ab. Denn durch das neue Mods kommen und Mods abgedatet werden, läuft natürlich der Generator komplett wieder anders. Ich habe ja einfach einen Rundkurs gemacht. Ah, hallo! Mhm. Schau, mein Schwert an. Der bringt nämlich wieder Leben zurück, das Schwert. Deshalb kann ich schon verletzt werden. So, verletz mich! Oh, ein Creeper, hi! Verletz mich! Ich werde gar nicht verletzt. Creeper, mag schauen! Ich werde immer noch nicht verletzt. Komm! Normalerweise werde ich verletzt. Ah, jetzt bin ich verletzt. Jetzt bin ich wieder geheilt. Normalerweise wäre ich schneller verletzt, deswegen bin ich bundes geworden. Habe ich die Rüstung aufgerüstet? Reparatur habe ich drauf. Wenn man angeln geht und angeln mit Reparatur rausfischen, dann kann man natürlich sowas machen. Hi. Der reagiert ja gar nicht. Tschüss. Hier wird nämlich eine Treppe hochgebaut. Ja, yeah, Alter, das Jumpen. Ich könnte das mit Auto-Jump rein tun, aber nö. Und hier muss noch grün wachsen, denn ich mache natürlich Pfade. Denn beim Update werden Pfade um ungefähr 0,5 beschleunigt. Also die sind dann schneller. Die Hälfte meiner Geschwindigkeit, fast die Hälfte meiner Geschwindigkeit schneller. Und das ist schon einiges, das ist gut. Guten Morgen!
Oder guten Abend. Tschüss. Jedenfalls, das ist da drüben meine Baustelle. Und oben bei der. Genau. Gibt es da einen Teleport hin? Nein, es gibt keinen Teleport hin. Ich kann. Was ist da eigentlich kürzer? Okay, ich muss hier hin, Wüstendorf. Ist das jetzt oder das näher? Ich glaube, Moya City ist besser, weil da Zement auf dem Boden ist. Oh ja, und die Monsterfalle ist hier immer noch verpackt. Denn wenn man auf der Karte sieht, ja, hier stecken Tiere im Boden drin. Ich muss das updaten. Also wenn das Update kommt, dann dürfte das nicht passieren, denn sie können auf gewisse Blöcke spawnen, die von Mob Grinder, die da, also die Conveyor, da können sie nämlich drauf spawnen und aktuell spawnen sie drinnen. Ich habe ja neue Hühnchen. Oh, okay. Aktuell spawnen sie in einem Block und das vielleicht. Alter, was ist denn jetzt los? Hallo? Was muss denn hier geladen werden? Normalerweise ist hier nichts. Ja, Custom NPCs sind da oben, aber die werden doch keine Bug auslösen. Egal. Jedenfalls, das ist der neue Tunnel. Früher sah er tatsächlich so aus. Das ist noch der originale Tunnel, den habe ich noch gelassen, denn der gehört nicht mir. Und ich habe halt anders gebaut und anders abgezweigt. Also, damit man hier eine so Art Autobahn hat. So. Hier, das kennt man ja, glaube ich, habe ich schon in einem Video gezeigt. Und hier ist der Weg erneuert worden. Ah, ich muss schon wieder futtern. Ah, Mahlzeit. Das Haus ist auch schon älter. Da muss ich noch rein dekorieren, glaube ich. Da ist ja noch gar nichts drin. Ne. Ist hier keine. Doch, da ist ein Druck, die aber wie rum. Okay. Ja, und hier nehme ich so einen Wald mit Äpfel. Warum ist der Baum so groß geworden da drüben? Jedenfalls Äpfel. Das passt zum Dorf, denn da können sie tatsächlich Nahrung holen. Ich mache nie gerade Wege, immer zickzack. Und hier Weg, hier habe ich natürlich aufgeschüttet hier alles rundherum, damit ich hier eine größere Fläche habe und dann habe ich einen Weg gemacht. Hier ist tatsächlich ein Loch gewesen, aber darum geht es ja nicht. Da drüben ist nämlich der Vulkan und hier Hängebrücken. Das nehme ich jetzt die Umfahrung. Und hier habe ich Streams drauf, man sieht sie hier oben, Faden. Denn ansonsten spawnt da, man sieht ja auch ein klein wenig, ansonsten spawnt da nämlich Schnee drauf. Und das ist schlecht, man kommt da nämlich nicht durch. Und da ist der Vulkan. Den will ich irgendwie mit einbinden, deshalb dachte ich, der Weg hier bei der Klippe vorbei ist sicher cool, wenn man Aussicht auf den Vulkan hat. Die habe ich anschrägen müssen, damit ich auf diese Ebene komme. Und ich glaube, es ist gar nicht schlecht. Das geht wirklich mit dem Hammer super zu arbeiten. Man sieht 9 Stück. Da geht der Weg darüber und dann wieder runter. Denn ich wollte hier hoch auf die Ebene hier, damit ich hier hoch irgendwo einen Steg machen kann und da eine so ein Dorf, was irgendwie am Hang hängt oder so. Yeah. Und hier drunter war mal hohl, habe ich alles aufgefüllt, dann eigentlich hört hier der Berg auf. Also, das ist eins der ältesten Biome, die es gibt da drüben. Ich habe da, da ist der Vulkan. Da, der ist sehr alt. Die zwei, glaube ich, sind die ältesten. Da drüben gibt es das Halloween-Friedhof. Da habe ich die Umfahrung gemacht, aber wir kommen nie gleich im Wilden Westen wieder. Und hier, so
habe ein paar Früchte, damit, wenn man was erkundet, hier was findet. Und hier werden auch Felder angelegt. Aber ich weiß noch nicht welche. Was halt hier irgendwie zur Thematik passen könnte hier. Aber so, dass man, wenn man was erkundet, irgendwas entdecken kann. Und diese Tiere lösen beim Server immer Ticks aus. Ich weiß nicht warum und welche. Die waren eigentlich alle hier in diesem einen Block, hier drin. Habe ich auch gemacht und die sind alle, ja, sind ziemlich viel rausgekommen aus einem Block. Oh, hier bin ich ja gar nicht noch fertig. Ja, mach mal gleich. Ja, wie weit kommen wir denn? Da, noch eins. So. Und hier könnte man auch bis hier. Ja. So. So mache ich nämlich immer. Reingraben, Dreck rein, bisschen Gras drüber wachsen und einen Weg machen. Und auch hier kommt eine Brücke. Habe ich eigentlich... Nein, ich habe nichts dabei. Mist. Hier geht es zur roten Wüste. Die wird eigentlich nicht wirklich generiert. Zumindest bei mir noch nie. Ich habe sie noch nirgendwo gefunden. Ich habe einfach einen Bereich mit Minecraft Edit Kugel genommen und Sand ersetzen durch roten Sand. Durch das habe ich hier die rote Wüste gebaut. Und auch roten Sandstein gegen normalen Sandstein getauscht. Und ich finde irgendwie ist cool, aber irgendwie, ich habe keinen Plan, was man hier bauen kann. Oh, ein Kaninchen. Was machst du in der Wüste? In der Wüste ein Kaninchen, das macht ja überhaupt keinen Sinn. Da ist ja noch ein Kaninchen. Hä? Ah ja, da drüben kann man mit Pferd drüber. Ja, drüber reiten. Ja. Denn die Wüste grenzt tatsächlich an den Dschungel. Ich weiß nicht, warum ich das damals gebaut habe. Da vorne sieht man schon. Und dort ist eher ein Teleport, deswegen will ich dahin, da. Das ist ein Teleport. Immer rot markiert sind die Teleports. Ja. Yeah. Irgendwie cool, da drüben ist das älteste Biom. Wirklich. Ich habe es ein bisschen bearbeitet mit diesen Blöcken da. Und mit habe ich gerade das Schwert weg? Wo ist mein Schwert? Da ist mein Schwert. Okay. Ich habe damit Knochenmehl rumgespielt. Das Schwert ist wichtig. Schau mal, was das alles kann. Reparierendes Moos, feurig, schärfer, Enthauptung und 21 Angriffsschaden. Also, nein, das Schwert gebe ich nicht her. Und hier grenzt der Dschungel. Hier wollte ich eigentlich irgendwann so eine Art Dorf bauen. Ich weiß nicht, was zu dem roten Sand passen würde. Hier kommt man immer zum Spawn wieder. Okay, das ist die Umfahrung, was ich gerade gemacht habe. Wo ich gerade dabei bin. Nämlich, ich will alles mit der Hauptstadt verbinden, mit Wegen. Hier fehlt natürlich, wenn man hier lang geht, hier kommt man zwar durch diesen großen Baum, gerade durch und hier raus, aber ich will das darüber auch verbinden. Also ich mache überall solche Verbindungen. Und das ist meine tatsächlich aktuelle Baustelle. Erdkernfestung! Ja, so viele Baustellen zur gleichen Zeit. Und ich habe wieder... Warum? Ach so, weil ich ja HMB besiegt habe. Stimmt ja. Und vor kurzem habe ich wieder mein altes Lager gefunden. Ich wusste gar nicht, dass ich das habe. Ist es noch offen? Nein, es ist zu. Okay, es ist zu. Nämlich, ich habe es wieder gefunden. Irgendwo da. Ich habe mal gedrückt. Ja, ist offen. Da, mein Lager. Schau mal an. Das ist mein ganzes altes Lager. Und da ist sogar noch Zeug drin. Und das gar nicht mal so wenig. Das habe ich vor kurzem gefunden. Das ist so eigenartig, dass das Lager immer neu existiert und ich lasse es auch. Das ist noch die Minecraft-Karte. Ist da alles aktuell? Warte mal, Erkernfestung. Wo ist nochmal Erkern? Hä? Ah, hier ist Erkern. Hier bin ich. Ja, hier fehlt was.
Aber ansonsten ist grob alles drauf. Nein, da hinten fehlt auch was. Da ist nämlich jetzt weiß. Also, ich wollte schon Escape. Warte. Journey Map, bin ich da richtig? Da drüben. Da sieht man, ist jetzt weiß. Verletz dich doch nicht! Der hat noch keine Funktion. Und die zwei sind auch nur Deko. Die haben auch keine Funktion. Alle anderen haben Funktion. Die da oben schießen tatsächlich mit den Bögen Pfeile ab. Und wenn mein König innen attackiert, greift er tatsächlich den Angreifer an. Warte mal, mit dem Tier? Habe ich das gelandet? Ja, habe ich. Okay, gut. Und die haben auch Funktionen. Die bewachen tatsächlich. Haben die eigentlich schon inzwischen? Jo, die sagen schon was. Sir! Ding dong! Und die hat sogar eine Klingel. Aber das ist noch von früher mit Blöcke da unten. Hier natürlich mein Schwert. Oh, da ist immer mein Kopf. Ich hab mal getestet. Das ist tatsächlich mein Kopf, mein Skin. Okay, die. Duck, 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 das ist mein Skin. Also, ich glaube F5? Ja. Oh, ich habe ja einen Rucksack dabei. Yeah. Und das sieht man leider selten, denn meistens spielt der Squashmate, also ist eigentlich mein Bruder, der spielt hin und wieder mit. Und wenn er mitspielt, dann ist er meistens, nicht immer, aber meistens auf der gleichen IP. Deshalb ist es ein bisschen schwierig. You'll never defeat me. Bist du sicher? Mit der Spitzhacke nicht? Nee. Definitiv nicht, denn die machen schön Damage, wenn es darum geht. Aber mit meinem Superschwert müsste das funktionieren. So. Die sind tot. Du hast nichts gesehen. Der macht nur. Der greift nur einmal an nochmal. Also mit meinem Superschwert könnte man die tatsächlich besiegen, aber die respawnen natürlich. Und ich habe da eine Idee, dass ich so einen Bossfight, einen großen Bau irgendwo. Ich weiß aber noch nicht. Kackregen! Yeah! Bei es fängt mich B an. Also irgendetwas mit Pferd ist ja, fängt mich B an. Also muss es irgendwas mit B heißen. Das ist nun mal mein Stil. So nenne ich Tiere. Okay, gerade mit dem Regen geht tatsächlich meine FPS down. 16, 19, 19, 18, 20. 10. Alter, irgendwie, ja. Ja, das ist mein schönes Lager. Und das ist die Rüstung meine. Könnt ihr mal zeigen. Die macht nämlich schneller und ist eher zum Erkunden da. Also die hat Speed. Und man sollte nicht springen. Also, pui. Dann wird man verletzt. Ich kann dir den Umhang aktivieren. Also, ich glaube, H. Ja. Yeah, gleiten. Also zum Erkunden super, aber ansonsten ziemlich gefährlich. Das hat die Dinkerrüstung, die ich habe. Alter, ich will in die andere Karte. Denn da kann man es am besten testen. Trading Portale. In dieser Welt. Jonso Plenty Welt. Sie muss euch geladen werden. Lad? Danke. Denn sie schließt die Karte, wenn man nicht drinnen ist. Und das wird alles gelöscht. Das wird neu. Der neue Spawn ist ungefähr 2000 Meter in diese Richtung und dort wachsen die violetten Blumen dann, also hi, ja, von mir aus, die violetten Blumen Bioms, oh plenty, wo haben wir die violetten Blumen, Bio. Ich sehe sie gerade, was sind denn die Blumen, ah da, die Lavendel wächst da, okay, und das ist die gute Rüstung. Ja, bin ich H. Jetzt. Au. Und der rennt ganz automatisch hoch. Hi. Und ich kann da auch über Wasser laufen.
Die Brücke sah ich nur darüber, weil ich da drüben immer abbaue. Da drüben ist irgendwo Licht, ja, und da baue ich immer ab. Die Rüstung ist so schnell, dass man eigentlich kein fliegendes Tier braucht. Denn es geht alles so super. Auch Wasser. Warte, wir gehen zu Wasser. Ja, so funktioniert es nicht. Ich müsste da lang. Da, da, da. Komm, mach. Danke. Nee. Okay, wenn da irgendetwas im Weg ist. Komm, mach. Yeah. Nee, Autobahn. Und für das ist die Rüstung richtig gut. Oh, da sind Tiere im Weg. Okay. Ja, so kann man viel besser erkunden mit der Rüstung. Das ist jetzt blöd. Nicht mit der Rüstung. Warte. Oh, ich sollte gleich Schirm einstellen. Ja, ich brauchte einen Block, damit ich... Ich könnte da einen Block wegmampfen. Nee, doch. Ich muss es sowieso. Ich will da hoch. Yeah. Okay. Ich sollte nicht so oft springen. Denn das tut sehr viel Damage. Nach der Zeit. Und für das ist die Rüstung richtig geil. Eigentlich kann ich, könnte ich da einfach... Weil die Karte wird ja neu gemacht. Also im Prinzip... Im Prinzip überlebt ihr alle. Bis es Huhn! Yo, mein Leben geht so schnell runter. Ich glaube, ich nehme wieder meine normale Rüstung. Und das Tier wurde Sam dort bei der neuen Karte rüber verschoben. Warum? Okay, wir gehen wieder zurück. Oh nein. Doch, es funktioniert. Denn das war einmal ein Bug, dass der immer nur auf der gleichen Stelle rüber teleportiert. Deswegen hat das Portal beim neuen neue Blöcke drin und durch das wird komplett neu generiert. Denn ansonsten wird er immer dort auf den Spawn gesetzt. So, jetzt sind wir da und wie Kiebel, da haben wir irgendeinen Schrott rein. So. Und Erkernfestung, ich gehe immer zur Erkernfestung. Ich könnte eigentlich immer zu Fuß laufen, denn eigentlich ist da hinten das Spawn. Da. Da geht da ein Weg rüber und da ein Weg rüber. Aber damit es nicht so frustrierend und nervig ist, immer hin und her zu laufen, ist natürlich ein Teleporter da. Schlechtes Wetter. Aber gutes Wetter, um aufzuhören. Also, danke fürs Zuschauen. Ich würde nur sagen, damit sieht man sich im nächsten Video. Vielleicht habe ich bis dahin, zumindest wenn ich nochmal Minecraft aufnehme, dann Server abgedatet und dann habe ich bestimmt wieder was zu zeigen. Also, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Servus. Oh, leck.